Gestern ist es endlich wieder passiert. Die Lara und ich haben uns nun schon zum dritten Mal getroffen. Doch dabei blieb es nicht, denn wir haben zum ersten Mal gemeinsam an einem PC gestreamt und das sogar mit Facecam. Dustin hatte für kurze Zeit die Vertretung übernommen, bis ich die Lara abgeholt habe und wir plötzlich bei ihm im Wohnzimmer standen. Wie das alles eskaliert ist, seht ihr jetzt. Meine Tür hat gerade geklingelt. Ich bin wieder da. Eine Minute, 37 Sekunden später. Hallo. Hi, Chad. Digga. Hi, Chad. Hey. Und das ist der freaking erste Stream zusammen, ne? Das ist der erste Stream zusammen, das ist krass. Leute, was geht ab? Sorry, das hat arschlange gedauert, Alter. Wie weird ist es jetzt, dass ich da bin und hier streame? Wie weird ist es, dass ich auf deinem Stream? Ja, stimmt. What the hell? Du bist das Problem. Mach Kamera an. Ja, klar, du hast recht. Ja, Leute, was ging bei euch? Was haben wir gemacht? Ja, wir waren bei Resa und Rick. Wir haben Karten gespielt. Wer hat gewonnen? Ich. Ha! Eine Runde, aber nur, oder? Ja, und danach hast du gewonnen. Vor allem, wir kannten das Spiel nicht. Wir haben beide Runden dann gewonnen, ne? Free gegen die. Oh, und die haben uns das Spiel beigebracht. Die haben uns rausgeworfen gerade. Die haben jetzt gerade gesagt, okay, so langsam würden wir aber gerne schlafen gehen. Könnt ihr euch einfach verpissen? Können wir Musik anmachen? Ich hätte dir... Also ich glaube, im Stream läuft Musik. Nee, mittlerweile nicht, weil ich mit dem Auto ja zu ihr gefahren bin irgendwann. Und dann habe ich einfach gedacht, wisst ihr was, fickt euch lieber... Sprache. Nein, das ist hier okay. Nein, Sprache. Okay, sorry. Sorry. Gut. Sorry, ich sage euch ehrlich, wenn sie neben einem sitzt, ist noch bedrohlicher, diese Sprache. Ein bisschen angsteinflößend sogar. Chigo, our das place. Hier. Aber er ist Beta-Kack, ne? Hä? Es ist so. Der Arme. Wer ist mehr Beta-Kack, ich oder er? Nein, ich will nicht sagen. Sag jetzt einfach er. Nein, lass mich in der Ruhe. Sie will die Wahrheit sagen. Okay, sie ist mehr Beta-Kack, okay? Okay, dann spielen wir uns einfach einig. Okay, ja, okay. 2 gegen 1. Ja. Verkackt. Ah, Dustin hat mich geschlagen. Dustin. Ja, mein Fall für mich. Ja, hast du live auf die Story reagiert? Oh mein Gott. Smart. Das ist einfach richtig guter Content Creator. For real, genauso wie du immer. Ja, genau. Mädels ab mit den Mädels. Das war übrigens Stegis Idee. Das war meine Idee. Das war seine Idee. Ich wollte eigentlich eine andere Story machen. Nur Gläser fotografieren, ne? Ja. 27.8. aware. Also, ja, ihr habt erkannt, der rechts hinten bin ich. Lara, wie sehr musstest du dich für Stegi vor deinen Freunden schämen? Was hat er angestellt? Okay, drop das. Hä, gar nicht. Das war richtig cool, oder nicht? Ja. Ich muss mich wiederum dafür sie schämen bei meinem Freund. Bei ihm? Hä? Nein, das war Gag. Ach so. Das war kein guter Gag. War Gag. Nein, oh mein Gott. Ich lasse euch beide hier alleine. Macht ihr das? Ihr streamt besser als ich. Nein, aber ohne Scheiß. Ich glaube, deine Freunde fanden es cool, oder? Es war ja richtig cool. Wir haben voll Spaß gehabt. Wie findest du meine Freunde? Übercool. Ja? Ja, voll. Eben, ich kannte die Wohnung, in der sie waren. Habe ich schon mal erzählt. Ja, ich schon mal das war Revis alte Wohnung? Genau, Revis alte Wohnung. Das heißt, die Wohnung, das war Heimspiel für mich. Ich bin da rein und habe ich ihnen die Wohnung erklärt. Ohne Witz, gell? Er kommt so rein. Ich dachte so, okay, vielleicht wird er anfangs so ein bisschen schüchtern sein oder so. Nein, das ist so, wie du Stegi normal kennst. Er kommt da rein, er sagt dann so, ja, also früher war das auch so und hier war so eine andere Küche und er läuft so im ganzen Wohnzimmer umher. Wir sitzen alle, er läuft so im Wohnzimmer umher. Er so, ah ja, und da war das und da war das. Oh, er so, ja, Gott. Und die Terrasse und dann sind die beiden auf die Terrasse. Ja, das war wie ein Vatergespräch, oder? Ja! Ja, oder? Ihr beide saßt auf der Terrasse und ich und Theresa sitzen so am Tisch und bereiten so dieses Spiel vor. Wir haben so ein Kartenspiel gespielt. Ihr beiden wart so an einem Tisch sitzen geblieben, so als wenn ihr so, ja, und dann ist es mit den Kindern voll anstrengend. Und ich habe mich Fantasie sind schon ganz woanders. Oh mein Gott, nein. Nicht klippen. Aber so hat es gewirkt, weil ihr da halt so, ihr habt da so diese Karten gewischt. Oh mein Gott. Und wir beide waren dann so draußen und es hat sich wirklich so angefühlt, als wenn wir so sagen, so, ja, und dann mit dem Grill und so, wie ist das dann so? Wenn du dann so, jetzt so mach Holzkohle oder eher so Gas grillst, so hat sich es angefühlt. Wir haben sogar über irgendwas geredet, ich weiß nicht mehr ganz genau. Also Theresa und ich haben auch über irgendwas geredet. Über Kindergeld oder sowas, über Kindergeld, ja, ne? Ihr kennt das. Oh mein Gott. So happy unter Leuten, aber irgendwie auch total painful, weißt du? Aber voll cute, oder nicht? Ja. Ich habe ihr was geschenkt, das werdet ihr morgens sehen. Ja, ich habe das ja on-stream TikTok gesehen, habe ich so gesagt, ey, das Ding ist krass und Lilly hat einen Link rausgesucht, glaube ich. Krass, oha. Theresa fand es richtig cool. Theresa hat so viel Spaß an diesem Spielzeug gehabt, dass wir es einfach dort gelassen haben, weil wir gesagt haben, okay, sie kommt davon nicht mehr los. Die war da in diesen Levels und die war so vertieft. Eben gestern, als ich nach Hause gekommen bin, oder heute Morgen, haben sie gesagt, so, ey, vielleicht Ende Staffel 3. Weil? Irgendwann ja eigentlich Staffel 3 zu Ende sein muss. Ah. Aber findest du, gestern hat sich wie Ende Staffel 3 angefühlt?
Staffel? Nee. Finde ich auch nicht. Findest meinst du, heute ist Ende Staffel 3, weil wir jetzt das erste Mal zusammen gestreamt haben? Findest du, heute fühlt sich nach Ende Staffel 3 an? I get it. Es ist der erste Stream. Wir sitzen hier beide zusammen und die reden über ein Mikrofon. Das ist crazy. Voll. Überleg mal, wie es angefangen hat. Über Telefon. Hallo. Ja, bleib doch noch was. Ist ein bisschen quatschig. Aber noch kurz dann quatschen. Nur kurz dann quatschen. Weißt du, und jetzt, wir sitzen halt trotzdem jetzt hier, ich finde es crazy. Ich finde, das wäre slightly ein Ende Staffel 3. Staffelfinale, sagt jemand. Ja, genau. Podcast incoming. Das meine ich ja. Ich finde, alles, was wir gerade machen, fühlt sich auf Podcast-Vibes an. Wir haben über den Podcast noch gar nicht geredet. Dann bei ihm in der Wohnung. Jetzt haben wir es. Er muss halt raus. Ich muss dann mit raus. Kann man deine Wohnung als Podcast benutzen? Die. Also du musst gar nicht das sagen, du sagst einfach. Wir benutzen deine Wohnung jetzt als Podcast. For real jetzt, wenn wir einen Podcast machen, wird es for real ein Videopodcast werden. Nur halt zensiert die ganze Zeit. Okay, hat er gut funktioniert. Ja, guck mal, hier Staffelfinale. Ich finde Amy echt... Was so ein crazy Tag. Mm. Oh nein, ein TikTok. Du sagst, damit du dich verpisst, 1000 Subs. Guck mal, der Gag, Vergleich. Merkt ihr, 80 Stunden. Ja. 17 von 1000. Leute, Chat, nein. Chat, ihr müsst chillen. Chat, ihr müsst for real chillen. Das war eigentlich Gag. Das war for real Gag. Oh mein Gott. Oha, Alter, ist das krass. What the fuck? Wie diese Zeit hochgeht, ich hab selbst... Oh. Alter, Haters gonna hate. Für die TikTok-Arzt. Ey, das ist voll cool. Das ist voll das geile TikTok. Lieben wir. Ist übergut. Mhm. Der war echt ein Ich glaube, ich mach das jetzt auch im Stream. Was denn? Sagst du, ey, für 1000 Subs gehe ich offline. Kevin meinte, er würde das auch sofort machen. Echt? Ja. Er hat nicht gehatet? Also das heißt, er hat nicht gehatet. Er war sehr glücklich. Also, er hat gelacht einfach. Er hat 1000 Subs bekommen. Weil er meinte, wenn er 1000 Subs bekommt, dann geht er. Digga, holy shit. Okay, ja. mach ich auch. Digga, ist das kranke Scheiße. Digga. Da haben Leute 4000 Euro gefundet, damit der Typ geht. What the fuck? Das ist wirklich, das hittet gerade anders rein, weil ich habe gerade einen 30-Minuten-Talk gehabt über Kapitalismus. Und jetzt kommt der, Alter. Ich hab gesagt, du saugst den Leuten das Geld direkt aus dem Geldbeutel über. Dankeschön. Alter. Dankeschön. Eine Pause, um zu regenerieren. Aber die Lara ist doch heute in Köln endlich. Okay. Leute, nur sie hat gerade Kopfhörer an. Ich sehe nur die Mimik. Und an dem Punkt wusste ich ganz genau, was gerade passiert ist. Ab jetzt gleich. Ab jetzt! Warte mal kurz. Hier, ich geb's dir einfach mal. Ey Leute, ich höre euch jetzt wieder. Geil. Das Ding ist, sein Chat hat gesagt, dass sie ihn gezwungen haben, dass er geht. Ja, bin gespannt. Und meine Vermutung ist, dass jetzt. Er seinen Chat so krass gegaslightet hat, ja, dass ja. die selber dachten, ja. dass sie ihn gezwungen ja. haben. Dabei Beste hat er die YouTube, hey. Dazu gezwungen, dass sie ihn... Chat, hört er lieber wieder weg. Ihr dürft doch nicht so krass zuhören, was er sagt. Also ehrlich jetzt, also der spinnt schon wieder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das stimmt, was er sagt. Keine Ahnung, was er meint. Zwingen. Ja, ist das so, oder? Das ist ja ausgedacht. Ja. Chat, wisst ihr, was er sagen möchte? Ja. Er hält euch für dumm. Er denkt, dass man euch manipulieren kann. Das ist super dreist. Das geht fast nicht. Digga, er ist denkt... Das ist so bodenlos. Er denkt, ihr seid dumm. In Life ist das noch viel krasser, wie bodenlos das ist. Er denkt, ihr seid dumm, Chat, Mann. Oh mein Gott. Alter, als ob ich das schaffen könnte, euch zu manipulieren. Ihr wurdet da komplett reingescampt, Bro. Ja, Verschwörungstheorie. Ist das krank. Das saugt sich so aus, ich schwöre. Wisst ihr was? Es ist Zeit für mich schlafen zu gehen. Das war's. Freunde, es ist 5 Uhr. Nee, die protestieren hier. Ey, ich kann noch ganz schnell Facecam anmachen, ehrlich. Okay, mach ganz schnell an, aber nur ganz kurz. Okay, 4 Sekunden habt ihr, Chat. Da müsst ihr ganz schön Screenshots machen. So. Nein. Die warten einfach nur drauf, dass du dich liegst, ne? 50 Subs je Körperteil. Aber auch bei dir auch. Du bist bei dir so auch. Du bist auch erstmal weg. Erst du bist so das. Bodenlos, wirklich. Ja, so Ah, man sieht uns schon! Hi! Nein, ja, aber die sehen uns doch auf dem Bildschirm. Nein, ist alles Spaß. Hä? Hey, safe sehen die uns. Ach, wenn wir im Studiomodus sind. Oh ja. Mein Gott. Oh mein Gott, da hätte ich sie gerade so safe geleakt, wäre er hier gewesen. Oh mein Gott. Schi, ich würde ohne Witz ein bisschen aufpassen, gell? Doch, wir sehen, guck. Hallo. Hallo. Es geht. So müde. Ich ja. bin so müde, Chat. Deswegen. Du darfst weiter streamen. Sehr schön. Darf, hey. Ihr müsst auf 20er Sachen da, das ist für rein. Willst du deine Hand kurz zeigen? Bisschen näher? Oh mein Gott. Also ein bisschen näher? So. Hi. Ja, normalerweise wir 20 Subs bekommen. Alter. Oh Mann. Das ist auch ein Bein. Bitte dein Bein nicht in mein Gesicht. Wenn du wieder umfällst. Er ist einfach heute richtig mutig unterwegs. Zieh ihn rein. Zieh ihn rein. Stegi, du spielst mit dem Feuer. Ey, for real, du spielst. Oh mein. Er spielt. Oh mein Gott. Ey, das ist zwar nicht meine Schuld dann, gell? Ich kann nicht reinfahren lassen.
ihn wegkramt. Ja, klar. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn? Oh mein Gott. Shigi heute for real ein bisschen zu aufgedreht. Die Menschen, wenn ich mich festgehalten hätte, wäre die Webcam quasi einfach runtergefallen. Oh mein Gott! Du hättest dich so, so gepupst damit, wirklich. Sprache. Was sagt man? Geärgert. Shigi ist auf Cola. Cola. Ja, wegen mir. Ich bin doch immer auf Cola. Ich weiß, er nimmt uns gerade auf, oder? Ja. Er hat den Spaß. Okay, also ich gehe jetzt pennen. Deswegen, Chat.